Bin schon seit 2 Wochen hier und habe immer noch nichts von meiner Mom gehört. Sie hat versprochen, mir immer zu schreiben. Es dauert doch gar nicht so lange, bis Post aus Amerika hier ankommt, oder? Weiß nicht. Ich habe von dort noch nie etwas bekommen. Oh, natürlich. Ich rede aber auch einen Mist. Ich bekomme jeden Tag Post. Meine Mutter, sie schreibt mir täglich. Echt jetzt? Oh Mann, hast du ein Glück. Ich vermisse meine Mom so. Warum hast du deinen Brief eigentlich noch nicht aufgemacht? Meine Mutter und ich haben immer zusammen zu Abend gegessen. Deswegen lese ich die Briefe gerne beim Abendessen. Oh, wie süß. Mom und ich waren oft zusammen mit dem Motorrad unterwegs, aber es wäre wohl keine gute Idee, ihre Briefe auf dem Motorrad zu lesen. Lacht. Hör zu, das könnte dich interessieren. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber da du Homer magst, ich habe von einem Psychologie-Experiment gehört, das von einem der Neurobiologen hier aus Oxford durchgeführt wird. Ist eine faszinierende Sache und man wird sogar dafür bezahlt. Klingt interessant, aber das müsste ich mit meiner Mutter klären. Oh Gott. Sie ruft immer samstags an. Ich kann es ja mal mit ihr besprechen. Aber es geht heute schon los. Oh Gott. Ja, dann geht's leider nicht. So etwas kann ich nicht machen, ohne mit meiner Mutter darüber geredet zu haben. Aber was soll's? Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dr. Stiles ist wirklich ein bekannter Neurobiologe und solche Experimente macht er fast nie. Was glaubst du, was man dabei alles lernen kann? Deine Mom wäre sicher froh, wenn du diese Erfahrung mitnehmen könntest. Dafür hat sie dich schließlich hierher geschickt, oder? Ich kann nicht, ohne mit ihr darüber geredet zu haben. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Oh mein Gott, was für ein Muttersöhnchen. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich muss mir einen guten Trick einfallen lassen. Okay, welchen aber Teil und Herrscher? Im Moment kann ich nur den ersten Teil des Tricks versuchen, um schon mal den Brief zu kriegen. Hoho, okay. So, zuerst Bündel schickst du einen ungeöffneten Brief, wenn du ihn in Gegenwart des nehmen musst, kannst du es abdenken. Während du die linken Hand nimmst, die linke Hand, und dann deinen linken Arm verschwinden lässt. Okay. Geht doch. Man sagt, dass weiße Schäfchenwolken darauf hindeuten, dass es ein guter Tag zum Drachenfliegen ist. Ich sehe gar keine Drachenflieger. Ach, das sagt man halt so. Bis später, Homer. Was war das denn? Okay. Mal kurz ein bisschen weg und wo ist jetzt der Brief? Da. Ich muss den Brief irgendwie aufkriegen, ohne dass man merkt, dass er geöffnet wurde. Eine junge Frau. Nein. Eine junge Frau, nein. Nee, oder? Ich muss den Brief. Ja, keine Ahnung, mit was willst du jetzt öffnen, bitteschön? Streichhölzer nicht. Ich muss den Brief. Der da los. Halt's Maul. Warum soll ich immer Halt's Maul? Weil einfach, weil die ihre Fresse nicht halten können. Was soll ich denn öffnen? Mit einem Zaubertrick oder was? Und wie soll ich das jetzt machen? Laubtonne oder so irgendwie? Eine Tonne mit brennendem Laub. Nur neues Autoleder riecht besser. Oder vielleicht Schokolade. Ja, wie soll ich das jetzt öffnen, bitte? Ich hab doch gar nichts. Oder ist noch irgendwas? Das ist ätzend. Mann! Okay, ich habe gerade keine Ahnung. Soll ich das jetzt öffnen, bitte? Ich muss den... Brief irgendwie aufkriegen, ohne dass man merkt, dass er geöffnet wurde. Ja, aber wie denn? Ich muss den... Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das machen?
Ich musste... Gott, ich bin so tot. Willkommen, frisch. Ich musste... Willkommenspaar, frisch. Hab keine Ahnung. Bierdeckel, Streichhölzer. Ich muss den... Ja, aber mit was willst du den jetzt öffnen, bitte? Nein, Mann. Weißt du was, sie gehen jetzt einfach mal zu ihr. Sie sieht aus wie eine Studentin vom Typ, schüchtern und unschuldig. Könnte klappen. Die Aufnahme ist gleich vorbei. Tja, also ich werde jetzt gleich nachgucken, mit was ich bitte unbemerkt diesen Scheißbrief öffnen soll. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich warte auf einen Anruf. Oh, natürlich nicht. Soll ich gehen? Auf keinen Fall. Du warst schließlich zuerst da. Was? Na gut. Ich habe die Party wohl verpasst. Hast du viele neue Leute kennengelernt? Oh, ich bin nur rausgegangen, um ein bisschen Sonne zu tanken. Ich bin kein Erstsemester. Also, ich heiße Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Hallo. Ich mag deinen Akzent. Du bist aus Schottland, richtig? Ja, ich bin auf einer schottischen Insel aufgewachsen. Auf einer Insel? Hast du da keine Platzangst gehabt? Überhaupt nicht. Die Insel ist ziemlich groß. Ich konnte sie mit dem Fahrrad umrunden, aber das dauerte fast einen Tag. Und im Herbst, so wie jetzt, leuchtet dort das Laub so schön. Rot und golden, in allen Farben. Wenn man mit dem Fahrrad durch das Laub fährt, knackt und raschelt es. Das schönste Geräusch der Welt. Von den Klippen sieht das Meer wie eine Herde Wildpferde aus. Mein Vater hat das immer gesagt. Klingt toll. So schön ist es bei mir leider nicht, also da, wo ich herkomme. Tut mir leid, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich muss sowieso noch das Kapitel zu Ende lesen. Was studierst du? Smalltalk. Krankenpflege? Du scheinst dir nicht ganz sicher zu sein. Ich habe schon ein paar Mal gewechselt, aber ich will auf jeden Fall irgendwas mit Medizin machen, weil ich Menschen helfen will. Und du? Ich? Ich studiere englische Literatur. Habe ich auch mal belegt. Ich kenne alle Professoren. Gibt es irgendwas, das du wissen willst? Im Moment nicht, danke. Aber falls doch irgendwann, komme ich gern auf dich zurück. Was hat dich nach Oxford verschlagen? Ich habe ein Stipendium bekommen. Du Glückspilz. Oh, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Schicksal. Weißt du... Hin und wieder passieren Dinge, die wie ein Zeichen sind, dass man etwas anpacken soll. Manchmal scheint man nicht mal eine Wahl zu haben. Oh ja, ich glaube auch an Schicksal. Absolut. Die ist irgendwie komisch. Fährst du oft auf deine Insel? Klingt so, als würdest du deine Heimat vermissen. Ja, das stimmt. Hast du dort viele Verwandte? Oh ja, sehr viele. Ah, okay, tolles Gespräch. Aber damit beenden wir jetzt die Folge. Ciao! Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Was auch immer. Bye! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grey Matters. Und ja, irgendwie hier müssen wir so einen Karten, irgendwie, keine Ahnung, so einen Trick machen, damit wir irgendwie... Nee. Ja genau, wir haben hier diesen Brief und den müssen wir öffnen. Ich habe immer noch keine Ahnung wie. Die will erst, wenn der dabei ist. Und dann... wir können mit ihr einen Zaubertrick machen. Das ist ja toll. Angela Mulholland. Angela scheint ziemlich leichtgläubig zu sein. Aber mit welchem Trick könnte ich sie reinlegen? Da ist ja ein Telefon. Deswegen würde ich einfach mal, mal gucken, was funktioniert. Wie zum Beispiel... Genau. Das da würde ich eher, haben wir doch auch bei dem Typen da gemacht, oder? Also, damit haben wir doch angefangen bei diesem, wie auch immer nochmal hieß, was war hier? Telefonwahrsagerei, genau. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Dann mach.
Ja. Deine. Nein, falsch. So, das Handy oder? So, ich habe die Nummer im Handy gespeichert. Wenn ich auf Wählen drücke, rufe ich auf dem Münztelefon an. Okay. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt den Zauberdruck machen. Ich muss mein Handy richtig einstellen, bevor ich den Trick durchziehen kann. Dann mach es doch. Nö, nö. Kontakte, Münztelefon, da ist es. Nein. Sissy, wer ist Sissy? Dr. Drake, alles. Okay. Im Moment wüsste ich niemanden, den ich anrufen könnte. Ich bin immer noch da. Okay, ich habe kein, können wir jetzt anfangen? Ich muss mein Handy richtig einstellen. Oh, was ist dein Problem, Mädchen? Ein Münztelefon. Zwar ganz schön altmodisch im Zeitalter von Handys, aber es kann nie schaden, einen Plan B zu haben. Ja, und braucht man jetzt eine Münze oder was? Nee, das ist ja dumm. Warum stellst du dein Handy nicht selber ein? Ganz einfach. Das müsste doch gehen, warum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Ich muss mein Handy... Dann stell dein Handy doch ein. Nö. Einstellung. Hier vielleicht. Ah, ausschalten vielleicht. Damit man es dann nicht mitbekommt. Genial. Das ist doch jetzt... Ja. Ist ja klar. So. Zuerst mal nochmal... Platziere das Handy in deiner linken Hand. Komm mal. Das ist in deiner linken Hand. Und lenke das Publikum ab. Ablenken. Wo lenken? Manipuliere. Manipulieren. Die Wahltaste des Handys, sobald diese linken Ärmel. Verschwinden. Ja, ich glaube, das Telefon klingelt gleich. Ich spüre es. Hallo? Sam Everett hier. Super. Vielen Dank und bis heute Abend. Woher wusstest du, dass das Telefon klingeln wird? Oh, ich spüre da ein leichtes Stechen, kurz bevor irgendwas Wichtiges passiert. Aber... Das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Es geht um dieses aufregende Forschungsexperiment. Jeder in Oxford, der davon erfährt, will mitmachen. Zum Glück wissen nicht viele Bescheid. Und gut bezahlt ist der Job auch. Das freut mich für dich. Aber hast du wirklich immer diese Vorahnungen? Nicht immer. Nur dann, wenn es ein Zeichen des Schicksals ist, so wie du es gesagt hast. Dieses Experiment wird übrigens von einem bekannten Neurobiologen durchgeführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, irgendwann in Richtung Medizin zu gehen. Deswegen wollte ich mal bei so einem Experiment mit dabei sein. Angela? Ein bekannter Neurobiologe? Wie heißt er? Er ist Professor und heißt, Dr. Stiles. Er ist echt beeindruckend und weltbekannt. Es gibt da ein paar dumme Gerüchte über ihn, aber die sind sowas von daneben. Wie auch immer, das ist ein wichtiges Forschungsprojekt, bei dem man viel dazulernen kann. Vor allem, wenn man in Richtung Medizin gehen will, verstehst du? Es kann gut sein, dass sie noch einen Freiwilligen brauchen. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Das wäre doch lustig. Meinst du wirklich? Klar, gleich heute Abend, wenn du willst. Ist der erste Tag des Experiments. Bist du sicher? Musst du nicht erst dort anrufen und fragen? Nein, Dr. Stiles meinte, er braucht noch ein paar Freiwillige. Ich rufe an und sage Bescheid, dass du kommst. Danke, Sam. Dann sehen wir uns heute Abend. Gerne. Tja, das war leicht. Okay. Du. So, wir haben immer noch diesen verfickten
Steckbrief, wenn man es so sagen darf. Ich will dieses Scheiß-Handy nicht.